Es geht ja heute um Kulinarisches, um ganz Besonderes, natürlich ums Kochen. Wie ist es bei Ihnen zu Hause? Wer kocht bei Ihnen? Also ich bin kein Koch. Nein, das habe ich übernommen und ich kenne ja auch ganz viele Leute, die heute hier sind und viele Köche, die heute hier sind, weil wir das auch, auch im Fernsehen verfolgen. Und von daher war Eckart Witzigmann natürlich für mich ja auch ein Begriff. Und da ich aus Luxemburg stamme, war die Lea Linz ein Begriff. Und wir haben uns immer fürs Kochen interessiert, vor allem ich. Und ich bekoche meinen Mann dann mit Zitronen. Ich koche höchstens einmal bei Expeditionen irgendwo im Basislager, aber mehr nicht. Ich darf Ihnen beiden noch herzlich gratulieren zur Hochzeit. Dankeschön. Danke. Danke. Was macht so ein, was gibt es ein Geheimnis, um in der Liebe glücklich zu sein? Das fragt man ja immer gerne. Ja, gemeinsames Tun. Also wir tun gemeinsam, wir erschaffen gemeinsam. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel zum Glück und zum ja. Ja. Also gemeinsam Ideen umsetzen, gemeinsam Ideen ausbrüten, Ideen dann, das ist ja auch ein harter Einsatz zum Teil, zu einer Realität machen, macht generell glücklich und wenn man es zu zweit macht, beide. Weil sonst ist einer oder die andere früher oder später einfach nicht mehr präsent, weil gute Ideen umsetzen heißt auch ganz konzentriert arbeiten, sich identifizieren mit dem Ziel und wenn das gemeinsam ist, gibt das Synergien und es gibt dann vor allem für beide ein gutes Gefühl am Ende. Wenn Sie in die Zukunft schauen, was wünschen Sie sich auch für sich, für Sie beide? Dass wir noch lange gemeinsam erschaffen können, tun können, umsetzen können, unsere Ideen verwirklichen können, dass es nicht nur Gedanken bleiben, sondern wirklich was wird zum Anfassen. Und das wünsche ich uns beiden und das noch für eine lange Zeit. Sie strahlen so, Herr Messmer. Was tun Sie selbst für sich, um fit und auch gesund zu bleiben? Also wenn wir Zeit haben, im Moment fehlt die Zeit, weil durch Corona alles gestaut wurde. Und jetzt kommen die Aufträge wie eine Lawine über uns, weil wir das verschoben haben. Und wenn wir wieder Zeit haben, dann gehen wir gemeinsam auf den Berg. Wir waren kurz vor der Pandemie in Äthiopien zum Bergsteigen. Wir machen keine extremen Touren, aber gerade das, was ich noch machen kann und eine junge Partnerin dabei zu haben, ist perfekt, weil wir uns heute in etwa noch die Waage halten in Ausdauer, Geschicklichkeit, was das Bergsteigen angeht. Und bei mir wird das ja langsam auch weniger. Es ist klar, die Schnellkraft lässt nach, die Geschicklichkeit lässt nach. Ich weiß, dass ich sehe ja bei Freunden, die älteren Datum sind, wie schwer sie sich dann tun. Aber wir ergänzen uns im Moment perfekt und brauchen uns nicht einschränken, weil die oder der andere bestimmte Sachen nicht kann. Gibt es Wünsche und Träume für die Zukunft? Ich habe noch eine ganze Menge von Ideen, die umgesetzt werden könnten, aber es gibt keinen Druck mehr. Ich muss gar nichts machen, ich kann. Und gemeinsam haben wir eigentlich schon einiges auf die Beine gestellt. Noch eine Frage, wenn Sie so zurückschauen, gibt es so den einen großen Moment, wo Sie sagen, da habe ich das Leben total gespürt oder das war wirklich der Höhepunkt? Es ist leider so, dass meistens die schlimmen Ergebnisse, die schlimmen Erfahrungen länger haften bleiben als die glücklichen Momente. Und wer das Glück hat im Leben oder auch das Pech, das kann man nicht aufschlüsseln, Nahtoderlebnisse gehabt zu haben, der weiß einfach besser, dass das Leben begrenzt ist, dass wir Menschen nicht die Krone der Schöpfung sind, dass wir Menschen Mängelwesen sind. Und damit lernen wir erst das Leben als das zu schätzen, was es ist. Die großartigste Möglichkeit auf dieser Erde, nicht was zu hinterlassen, sondern etwas zu gestalten, zu tun. Ich bin mehr Künstler als Bergsteiger und Jan ist meine Muse. Schön gemacht. Ihnen alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.